Einen schönen guten Abend, willkommen heute aus dem ORF-Theater hier im Landesstudio in Klagenfurt, 5 Tage vor der Kärntner Landtagswahl. Wir begrüßen Sie zur großen Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten und Kandidatin der im Landtag und im Nationalrat vertretenen Parteien. Es ist die 2. Landtagswahl nach Niederösterreich in diesem Jahr und somit zweifellos auch ein weiterer Stimmungstest für den Bund. Daher interessiert die Frage weit über die Kärntner Landesgrenzen hinweg, welche Machtverschiebungen sind in jenem Bundesland mit dem bisher meisten sprich Parteiwechseln an der Regierungsspitze diesmal zu erwarten und welche Auswirkungen haben diese auf die Bundespolitik? Auch die Themen wie die Teuerung, Energie- und Klimakrise, der Facharbeitermangel und das Thema Zuwanderung sind nicht nur auf Landesebene von großem Interesse der knapp 429.000 Wahlberechtigten hier in Kärnten. Sondern österreichweit relevant. Von wo auch immer Sie uns heute Abend zusehen, daher wollen wir gezielt nach Lösungen für die aktuell großen Herausforderungen fragen. Und wir wollen wissen, wo es Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Derzeit regiert in Kärnten ja eine SPÖ-ÖVP-Koalition. FPÖ und das Team Kärnten sind in Opposition und die Grünen und Neos sind nicht im Kärntner Landtag vertreten. Und gegenüber der letzten Landtagswahl 2018 sind gleich 4 der 6 Spitzenkandidaten neu, die wir heute Abend hier begrüßen dürfen. Und wir beginnen bitte mit Janosch Juhan von den Neos. Guten Abend. Hallo, guten Abend. 38 Jahre alt, politisch derzeit als Gemeinderat in Klagenfurt tätig. Das letzte Mal verfehlten die Neos mit mehr als 2% den Einzug in den Kärntner Landtag. Diesmal am Sonntag, so das Wahlziel, sollte der Einzug gelingen. Für die Grünen heute Abend hier bei uns vertreten Olga Vogler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Olga Vogler ist 42 Jahre alt, sie ist Nationalratsabgeordnete und die Grünen haben bei der Landtagswahl 2018 3,1% erreicht. Das Wahlziel für heuer lautet der Einzug in den Landtag. Ebenfalls bei uns heute hier ist Gerhard Köfer, der Spitzenkandidat des Teams Kärnten ist. Guten Abend. Guten Abend. Er ist 62 Jahre alt und derzeit Landtagsabgeordneter und Bürgermeister in Spital an der Drau. Vor 5 Jahren erzielte das Team Kärnten 5,7%. Diesmal so das Wahlziel. Wollen Sie sich verdoppeln und Gerhard Köfer den Landeshauptmann stellen? Wir begrüßen Martin Gruber von der ÖVP. Schönen guten Abend. Ein herzliches Grüß Gott. Martin Gruber ist 39 Jahre alt. Er ist derzeit Landesrat in der Kärntner Landesregierung. Die ÖVP erreichte bei der Landtagswahl 2018 15,5%. Das Wahlziel für heuer stärker werden und wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Der Spitzenkandidat für die FPÖ ist Erwin Angerer. Ebenfalls einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mit 58 Jahren sitzt er derzeit für die FPÖ im Nationalrat in Wien und ist Bürgermeister in Mühldorf. Die Freiheitlichen erzielten vor 5 Jahren 23%. Diesmal will die FPÖ den Landeshauptmann stellen und möglichst nahe an die 30%-Marke. Und wir begrüßen für die SPÖ Peter Kaiser. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend allen Zusehenden. Peter Kaiser ist 64 Jahre alt. Er ist derzeit Landeshauptmann von Kärnten. Die SPÖ erreichte 2018 bei der Landtagswahl 47,9%. Das Wahlziel lautet wieder Landeshauptmann sein bzw. bleiben. Und beim Ergebnis sollte ein 4er vorne stehen. Ja, guten Abend Ihnen allen. Danke fürs Kommen. Wir bitten Sie heute um eine faire Diskussion. Wir wollen hier ausgewogen auf euren Redeanteil achten, denn wir wollen möglichst die wichtigsten Themen, die nicht nur die Kärntnerinnen und die Kärntner interessieren, unterbringen und gezielt nach Lösungen fragen. Ja, zunächst werfen wir aber einen Blick auf den noch laufenden Wahlkampf. Christoph Klantschnig fasst zusammen. Wahlkampf in Kärnten. Die Parteien im Rennen um Stimmen von 429.000 Wahlberechtigten. Die SPÖ hat viel zu verteidigen. Peter Kaiser regiert seit 10 Jahren als Landeshauptmann, zuletzt in Koalition mit der ÖVP. Peter Kaisers Politik ist Vorbild. Nicht nur in Kärnten, ja auch für ganz Österreich, auch für mich. Beim letzten Mal verfehlte die SPÖ knapp die absolute Mehrheit. Diesmal zeichnet sich laut Umfragen ein Minus ab. Es gibt 3 Schlüsselfragen. Die SPÖ wird wohl Erster bleiben und vermutlich verlieren. Aber wie viel? Dann zweitens, wie viele Parteien kommen überhaupt in den Landtag? Bisher sind es ja nur 4. Und drittens die Frage, welche Koalitionsmehrheiten ergeben sich? Mit wem kann Peter Kaiser regieren als Landeshauptmann? Oder gibt es eine Mehrheit gegen ihn?
Die FPÖ ist und bleibt laut Umfragen wohl auch künftig zweitstärkste Kraft. Spitzenkandidat Erwin Angerer bekommt immer wieder Wahlkampfunterstützung aus Wien. Herbert Kickl, selbstgebürtiger Kärntner, wirkt fast wie der eigentliche Spitzenkandidat. Wir machen es jetzt den Niederösterreichern auch, liebe Freunde. Wir holen diesen fahlen roten Reiter von seinem hohen Ross herunter am 5. März. Im Bund liegt die FPÖ in Umfragen auf Platz 1. Reicht es in Kärnten für ein blaues Wunder? Die FPÖ hat den bundespolitischen Rückenwind. Sie hat aber in Kärnten ein Problem namens Team Kärnten, aus dem ehemaligen Team Stronach hervorgegangen. Und wenn diese Partei auch vielleicht zweistellig wird, dann bleibt bei Proteststimmen, die sie vielleicht auch von der SPÖ abwenden, naturgemäß weniger über für die FPÖ. Das Team Kärnten ist bisher kleinste Oppositionspartei im Landtag und ganz auf Gerhard Küfer zugeschnitten. Der Bürgermeister von Spital an der Drau war einst von der SPÖ zum Team Stronach gewechselt. Daraus ging das Team Kärnten hervor. Ein Sammelbecken unterschiedlicher Politiker von Ex-Freiheitlichen bis zu Kärntner Slowenen, das laut Umfragen mit der ÖVP um Platz 3 rittert. Die ist Juniorpartner in der Landesregierung und kleinste aller ÖVP-Landesgruppen. Spitzenkandidat Martin Gruber muss mit Verlusten rechnen, zumal vom Bund eher Gegen- als Rückenwind kommt. Der Kanzler appelliert beim Kärnten-Auftritt. In die Häuser zu gehen und davon zu erzählen und zu zeigen, dass es in Kärnten einen Mann gibt, der für dieses Land sich einsetzt aus Redlichkeit, Verantwortungsgefühl. Bleibt die Frage, wird der Landtag wieder bunter? Die Grünen waren 2018 massiv abgestürzt. Diesmal wollen sie mit Olga Voglauer an der Spitze zurück und bieten sich der SPÖ als Juniorpartner an. Dass auch die Regierungsbeteiligung der Grünen in Kärnten einen Schritt vorwärts bringen kann. Neos haben den Einzug bei der letzten Landtagswahl klar verfehlt. Diesmal soll er mit Janosch Juvan an der Spitze und einer Mutinjektion der Bundesparteichefin gelingen. Sie haben gesagt, es geht nicht und du wirst ihnen zeigen, dass das geht. Die Hürde liegt in Kärnten bei 5%. Ein Rennen um jede Stimme. Der Wahlkampf in Kärnten läuft also noch bis Samstag auf Hochtouren. Diese Landtagswahl hier im südlichsten Bundesland, die hat aber nicht nur landespolitische Bedeutung, sondern auch jede Menge bundespolitische Bedeutung. Und daher wollen wir diesen Aspekt in einer ersten Runde jetzt beleuchten. Und wir beginnen mit Herrn Kaiser. Herr Kaiser, laut Umfragen wird die SPÖ ein Minus bei der Landtagswahl einfahren. Zwar ist nicht so ein großes prognostiziert wie zuletzt für die Landeshauptmannparteien in Tirol und in Niederösterreich, aber es ist trotzdem ein Vertrauensschwund. Schadet die Bundes-SPÖ und die Endlos-Führungsdebatte um Pamela Rendi-Wagner oder, selbstkritisch betrachtet, haben Sie selbst auch Fehler gemacht? Wir reden über Prognosen und ich werde alles dazu tun mit meinem Team, dass diese Prognosen Prognosen bleiben und das Resultat am Sonntag eine deutliche Sprache spricht. Ich denke, dass Bundespolitik immer gewisse Auswirkungen hat, aber ich habe auch Zeiten erlebt, in denen beispielsweise die Landespolitik sehr von der Bundespolitik der SPÖ profitiert hat. Es ist manchmal ein Geben und Nehmen, aber ich denke, dass wir auch die Hauptfokusse hier auf Kärnten gerichtet sehen. Und in Kärnten machen wir gute Arbeit. Das hat das letzte Jahrzehnt gezeigt mit einer Reihe von Strukturwandel, die dieses Land wieder nach vorne gebracht haben. Bleiben wir bei den parteiinternen Diskussionen, Susanne. Derzeit, Herr Kaiser, ist es eher ein Nehmen, würde man sagen, mit Blick nach Wien. Denn die Frage ist eigentlich, wie lange soll diese parteischädigende Debatte eigentlich noch andauern? Kurzum, braucht es nach den Landtagswahlen eine Entscheidung, eine Klarheit, wer soll die SPÖ führen? Ich denke, dass die Dynamik als solche gegeben ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir in den Gremien die richtige Entscheidung treffen werden. Ich möchte mich jetzt, und da bitte ich um Verständnis, auf die Kärntner Landtagswahlen. Das sind die, bei denen ich mit einem guten Ergebnis auch zu einer gewissen Befriedung in der SPÖ beitragen möchte, auch auf Bundesebene. Auf diese möchte ich mich konzentrieren und dabei bleibe ich. Darüber sprechen wir jetzt dann die ganze Sendung, aber weil uns weit aus Kärnten, aus anderen Bundesländern auch noch Zuseherinnen und Zuseher zusehen. Die Frage sei schon noch erlaubt. Sie haben gesagt, die Entscheidung fällt in den Gremien. Heißt das, das wird sich auch hinter den Kulissen ausgemacht, wer künftig die SPÖ anführt? Oder sollen die Mitglieder befragt werden und dann auch entscheiden? Es wird bei uns in regelmäßigen Abständen von den Mitgliedern entschieden. Wir nennen das Parteitag und es wird auch ein Parteitag, nehme ich an, all die offenen Fragen, die jetzt gestellt werden, bundesweit gestellt werden, die es auch zu diskutieren gibt, entschieden werden. Ich glaube, die nächsten Entscheidungen, Weichenstellungen beginnen beim nächsten Parteitag. Und noch heuer? Der nächste Parteitag ist regelmäßig im März des nächsten Jahres spätestens durchzuführen. Das obliegt dann den Gremien
Und das ist nichts hinter den Kulissen, sondern das sind dafür eingerichtete entsprechende Gremien, eben, die diese Entscheidungen zu treffen haben, weil sie auch die Verantwortung tragen. Sie haben vorhin mir keine Antwort gegeben auf die Frage, ob Sie auch selbst Fehler gemacht haben. Daher reden wir vielleicht über das Corona-Management. Das Niederösterreich-Wahlergebnis zeigt ja nach wie vor viel Unzufriedenheit, vor allem was die Impfpflicht anbelangt. Die haben ja auch Sie verlangt, für die sind auch Sie eingetreten. War das ein Fehler? Wir sind unter sehr harten Situationen, drei Bundesländer mit Reagierungen. Auf der Seite 1 einer Auflagenstärken, Zeitung, was werden Sie tun? Ein Intensivpatient in schlimmster Situation. Wir haben viele Expertinnen und Experten mit einbezogen in diese Entscheidung. Es war keine leichte und sie ist dann gefällt worden. Aber, und das wird immer verschwiegen, mit einer begleitenden Kontrolle und Überprüfung über die Zweckmäßigkeit all dieser Maßnahmen getroffen worden sind, die ja letztendlich auch dazu geführt haben, dass sie nie in Kraft getreten sind. Ja, es sind immer wieder Fehleinschätzungen passiert, aber ich möchte auch einmal deutlich aussprechen, dass das hohe Maß an Verantwortung, das man in solchen Situationen trägt, und die Pandemie hat vorher niemand in einer solchen Art und Weise zu bearbeiten gehabt, das sind Entscheidungen, die sich niemand leicht macht. Mein Ziel, unser Ziel war es in Kärnten, in einer entsprechenden Expertinnen- und Expertenkommission mit der Politik, dass wir dafür Sorge getragen haben, die bestmöglichsten Entscheidungen zu treffen und die Menschen zu schützen. Menschenleben war das höchste Gut. Armbänder für Geimpfte würden Sie so nicht mehr verlangen? Nein. Herr Angerer, dann kommen wir zu Ihnen. Das ist das einzige Kärntland, das blaue hier. Herbert Kickl mischt aktiv im Wahlkampf mit, ist gebürtiger Kärntner. Und dennoch, mit Blick nach Niederösterreich, stagnieren hier die Freiheitlichen in den Umfragen. Woran könnte das liegen? Waren zuletzt die Aussagen sehr hetzerisch gegen den Bundespräsidenten des Parteichefs möglicherweise zu viel? Also ist die FPÖ unter Herbert Kickl vielleicht zu radikal, um noch mehr Wählerinnen und Wähler zu gewinnen? Also im Gegenteil zur SPÖ, die führungslos durchs Land taumelt, haben wir eine starke Führung mit Herbert Kickl. Ich bin sehr froh, dass er die Bundespartei übernommen hat und auch seine Tour durch Österreich macht. Er hat ja die Tour in Niederösterreich gemacht, ist jetzt in Kärnten unterwegs und wird dann auch in Salzburg unterwegs sein und auch in den anderen Bundesländern. Das als Vorbereitung für die Nationalratswahl, weil er wird unser nächster Bundeskanzler sein. Dafür brauchen Sie einen Koalitionspartner. Ja, also ich gehe davon aus, nach der Wahl wird sich schon ein Koalitionspartner finden. Das war noch immer so. Vor der Wahl sagen alle, wir können nicht miteinander. Nach der Wahl schaut die Welt dann ganz anders aus. Aber konkret, Herr Angerer, distanzieren Sie sich von solchen Aussagen wie der Bundespräsident ist senil, ist eine Mumie und ein Staatsgefährder. Ist das auch Ihr Stil? Distanzieren Sie sich von dieser Wortwahl? Also es wird hier eine Aschermittwochrede hochstilisiert und hochgepusht. Jeder weiß, wie Aschermittwochreden stattfinden, auch in anderen Parteien. Legitimiert das diese Wortwahl? Es geht nicht um Legitimieren, es ist eine Aschermittwochrede gewesen und die wird halt einmal pointiert geführt und das ist normal und ich glaube, das müssen wir in der Politik aushalten. Wir sind ja alle nicht mit einem Glaskinn auf die Welt gekommen und in der Politik wird auch einmal schärfer und pointierter formuliert. Das heißt, die FPÖ bleibt bei diesem Stil? Bei einer Aschermittwochrede ist so etwas aus meiner Sicht durchaus zulässig. Aber noch kurze Nachfrage. Heißt das, es gibt dann keine Tabus mehr, auch in der politischen Auseinandersetzung? Na, schauen Sie, das habe ich ja nicht gesagt. Also ich habe ja auch hier die Situation gehabt, dass mir das letzte Mal die Frau Vogler als Rechtsradikale beschimpft haben. Nicht nur mich, sondern auch alle anderen freiheitlichen Wähler und freiheitlichen Mandatare. Hier in der ORF-Sendung, da gibt es keinen Aufschrei. Auch bei vielen anderen Dingen hat es keinen Aufschrei gegeben, wie zum Beispiel Werner Kogler, die Corona-Demonstranten als nicht mehr verfassungskonforme Personen definiert hat und beschimpft hat im Parlament, hat sich niemand aufgeregt. Und hier gibt es einen medialen Aufschrei wegen einer Aschermittwochrede. Das ist der Fingerzeig auf die anderen, den kennen wir. Womöglich liegt es aber auch daran, dass Sie in Umfragen stagnieren, weil Sie in Kärnten Konkurrenz haben, nämlich kein Protestmonopol. Herr Köfer, ich schaue Sie an. Sie waren schon einmal bei der SPÖ, dann beim Team Stronach, jetzt das Team Kärnten und Sie wollen unbedingt Landeshauptmann werden. Laut Umfragen ist das unrealistisch, aber ist das ein ehrliches Angebot? Es gibt ja keine Direktwahl am Sonntag, sondern gewählt wird der Kärntner Landtag. Das ist völlig richtig. Es ist eigentlich schade, dass es diese Direktwahl nicht gibt. Ich habe mich ja als Bürgermeister auch direkt viermal bewerben müssen, habe es dann auch viermal gewinnen dürfen. Das ist das eine. Aber warum sage ich das? Es hat im Jahr 1991 bereits einen Landeshauptmann gegeben in Kärnten, Christoph Zernato, der über 10 Jahre hinweg der Landeshauptmann gewesen ist, auch mit Unterstützung der SPÖ damals, als kleinste Fraktion im Kärntner Landtag.
Das ist nicht ungewöhnlich. Wir haben in Spital im Jahr 2021 und in der Landeshauptstadt in Klagenfurt uns bemüht, die Funktion des Bürgermeisters zu bekommen. Man hat das belächelt, man hat das bekämpft. Und Christian Scheider hat es geschafft. In Wahrheit, was damals für unmöglich gehalten worden ist, auch im Spital an der Trau, ich war 8 Jahre nicht da, haben wir diese Wahl dann wieder gewonnen. Und wir sind beide heute im Landtag, im Gemeinderat gleich stark wie die SPÖ. Also, Herr Göffer, lassen Sie es mir nur einordnen, bitte auch für schön. Die Nicht-Kärntnerinnen und Kärntner. Das heißt, Sie würden, auch wenn die SPÖ die stimmenstärkste Partei wird, wenn Sie Verbündete finden, den Herrn Landeshauptmann stürzen. Hauptsache an die Macht sozusagen. Also ich muss überhaupt nicht an die Macht. Um mich geht es hier gar nicht. Hier geht es um Kärnten. Hier geht es darum, dass man ein System abwählt, nämlich das System der Parteibuchwirtschaft. Das will einfach niemand mehr in diesem Land. Und wir spüren das ja überall, wo wir hinkommen. Und aus diesem Grund, glaube ich, sollten wir den Mut haben, auch einen Systemwechsel zu fordern. Und vielleicht, wenn es dann sich auch ausgeht, wird man darüber reden. Aber ich bin jetzt nicht darum, die Macht zu übernehmen oder den Herrn Landeshauptmann zu stürzen. Schauen, wie die Konstellationen sich darstellen. Und der Herr Landeshauptmann sagt immer, wir sind in einer Demokratie. Und als solches werden die Wähler dann auch ganz kurz bestimmen, noch, was wir zu tun haben. Ganz kurz noch, man bekommt auch einen Eindruck, es geht Ihnen immer um den Chefsessel. Sie wollen nur Landeshauptmann werden, Sie wollten SPÖ-Chef werden. Das hat auch nicht geklappt. Dann sind Sie von der SPÖ weggegangen. Und jetzt wieder das Gleiche. Geht es nur um den Chefsessel? Herr Behe. Noch einmal, ich habe als Bürgermeister ein Spital kandidiert und nicht als Stadtrat. Und ich kandidiere jetzt als Landeshauptmann und nicht als Landesrat. Das habe ich keine Minute irgendwie offen gelassen und an dem hat sich auch nichts geändert. Dann kommen wir zum Herrn Gruber von der ÖVP. Nicht gerade Rückenwind aus Wien, muss man sagen, auch hier im Süden. Und das ist ohnehin ein schwieriger Boden für die ÖVP. Herr Gruber, Sie könnten sogar auf Platz 4 stürzen. Ist das dann die Schuld der Bundespolitik, wie es Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich sagte, oder übernehmen Sie auch persönlich die Verantwortung dafür? Na, erstens sind das Umfragen und das sind Momentaufnahmen und auf die würde ich jetzt zum jetzigen Moment vor einer Landtagswahl nicht so viel geben. Denn wir sind Land auf, Land ab unterwegs, um von unserem Weg zu überzeugen und den Zugang, wie man dieses Land auch zukünftig weiterentwickeln will. Und ich muss ehrlich sagen, die Umfragen decken sich nicht mit der Stimmung, die ich wahrnehme bei den Menschen in Kärnten, bei den Veranstaltungen und bei allen Diskussionen, die wir auch durchführen. Und ich glaube, das hat mitunter auch mit einem Thema zu tun und das ist der Schutz des Landesvermögens. Da geht es um den Klagenfurter Flughafen und die Nichtveräußerung und Verscherbelung von Grund und Boden an den Mehrheitseigentümer. Wenn es Platz 4 wird, bleiben Sie Parteichef? Ich bleibe Parteichef. Warum soll es, diese Frage stellt sich jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass ich mir diese Frage am Wahlabend stellen werde müssen. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Die Wählerinnen und Wähler werden eine Entscheidung treffen und aufgrund dieser Entscheidung wird sich diese Frage nicht stellen. Bei uns heute sind auch derzeit nicht im Landtag vertreten, aber im Nationalrat und deswegen sind Sie hier, die Grünen und die Neos. Frau Voglauer, die Grünen waren schon einmal in Kärnten bei mehr als 12%. Jetzt sind Sie eine Minipartei, müssen laut Umfragen zittern, um in den Landtag wieder einzuziehen, obwohl Sie eigentlich in Bund mitregieren. Schadet Ihnen das? Im Gegenteil, wir merken ja über den gesamten Wahlkampf, wie gut wir auch unterstützt werden von der Bundesebene. Es werden alle grünen Ministerinnen und Minister in Kärnten an meiner Seite wahlkämpfen und genau so funktioniert grüne Unterstützung, grüne Solidarität. Und ja, jetzt bei dieser Wahl wird es knapp, das wissen wir, der Landeshauptmann steht fest, er steht hier und wir werden die starke Stimme für den Klimaschutz im Kärntner Landtag sein und hier geht es dann um jede Stimme. Gut, vorher müssen wir noch wählen, aber bitte. Genau, wir wollen nicht nur die Grünen wollen in den Landtag einziehen, sollen und auch die Neos, wir haben es gehört. Und das am besten gleich mit der SPÖ als Regierungspartner. Das hat zumindest einer ihrer finanziellen Unterstützer, Hans-Peter Haselsteiner, der Industrielle, gesagt. Wir hatten da jetzt das Sagen bei den Neos. Hans-Peter Haselsteiner oder Sie? Ich bin der Landessprecher der Neos in Kärnten. Da bin ich mit einer großen Mehrheit unserer Mitglieder dazu gewählt worden. Wir haben im letzten halben Jahr mit einem fantastischen Team wirklich einen erfolgreichen, tollen Weg hingelegt. Ich freue mich sehr darüber, auch in all den Umfragen, die da in dieser Zeit gekommen sind, zu sehen, dass wir permanent die Partei sind, die einfach kontinuierlich Schritt für Schritt zulegt. Jetzt sind wir am Sprung in diesen Landtag, weil das ist ja die entscheidende Frage. Der Professor Filzmeier hat es ja vollkommen richtig gesagt. Eine der zentralen Fragen ist, wird dieser Landtag bunter? Aber es geht ja nicht allein um bunter, sondern die Frage, die sich stellt, wird mit uns Neos, wird mit mir, Janusz Juvan, in Zukunft jemand in diesem Landtag sein, abseits der Schlummerparteien, die wir schon kennen, der erstens kein Berufspolitiker ist und der immer die kritische Frage stellen wird bei all den Entscheidungen, die da anstehen. Was haben die Menschen davon, von diesen Entscheidungen, die jeden Tag arbeiten gehen, die jeden Tag ihre Leistung bringen?
Das wird meine Aufgabe sein und darauf freue ich mich schon sehr. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Wir kennen jetzt Ihre Ziele, wissen ungefähr, wo Sie in den Umfragen liegen. Aber wir wollen natürlich wissen, was die Kärntnerinnen und Kärntner und darüber hinaus am meisten beschäftigt. Und deswegen haben wir das Meinungsforschungsinstitut SORA gebeten, um in einer Vorwahlbefragung herauszufinden, was sind denn diese Themen mit folgenden Ergebnissen. Ja, die Top 6 Themen, die die Kärntnerinnen und Kärntner derzeit am meisten interessieren, die sehen Sie jetzt in dieser Grafik. Am meisten genannt wurden Teuerung und Inflation, vor Umwelt, Klima und Energie, dann Asyl und Zuwanderung, gefolgt von Pflege, Gesundheit sowie Wirtschaft und Arbeitsplätze gleich auf mit Soziales und Gerechtigkeit. Ja. Und dann bleiben wir gleich einmal bei einem dieser Hauptthemen der Teuerung. Frau Vogelauer, Sie setzen ja fast ausschließlich, wenn man Ihr Wahlprogramm anschaut, auf einen Klimawahlkampf. Aber die Sorge Nummer eins derzeit auch in Kärnten ist die Teuerung. Mieten, die bald nicht mehr gezahlt werden können, Betriebskosten, der Strom dürfte teurer werden. Haben die Grünen da keine Antworten hier in Kärnten? Naja, wenn wir uns dem Thema Klimaschutz wenden, dann merken wir schon, dass gerade auch die Teuerung eine ist, die ja deshalb so auch solche Auswirkungen hat, weil wir auf Energie gesetzt haben, die in das fossile Zeitalter zurückgehört. Das heißt, wenn wir die Energiewende einläuten wollen, auch in Kärnten, dann müssen wir mutige Schritte in die Zukunft setzen, denn dann wird Energie leistbarer. Und das Thema Teuerung ist eins zu eins vernetzt mit dem Thema Energie und Klimawende. Und wenn Sie sagen, der Klimaschutz ist vielleicht zu wenig, ich sage das Gegenteil. Die Frage, schaffen wir diese Klimawende, können wir auch die Klimakrise einbremsen, das wird die große Frage sein, denn letztendlich geht es hier um unsere Jahrhundertaufgabe, ob wir die Lebensgrundlage für unsere Kinder und Enkel hier überhaupt erhalten können. Und die Stimme für den Klimaschutz fehlt bisher in Kärnten und deshalb treten wir gerade mit dem an, weil wir wollen, dass der Klimaschutz eine starke Stimme im Kärntner Landtag hat. Und da ist wirklich jede Stimme notwendig, weil es um die Zukunft geht. Das hat jetzt wie eine Wahlrede geklungen, aber da haben Sie recht, natürlich mittelfristig, auch darüber werden wir diskutieren. Jetzt das Problem ist die Teuerung, die Kärntnerinnen, es gibt 100.000 armutsgefährdete Menschen hier plagt. Bernhard. Ja, und damit kommen wir zu Herrn Juwan. Sie trommeln, Leistung muss sich wieder lohnen. Was zählt denn aus Ihrer Sicht als Leistung und was nicht? Und wie sehr zählt für Sie die mittlerweile strapazierte Work-Life-Balance? Ja, wir haben ein Thema mutig angesprochen und wir sehen auf Basis des breiten politischen Diskurses, der darüber mittlerweile geführt wird, wie richtig das war, dass wir auf dieses Thema setzen. Und ich freue mich ja zu sehen, welche Wirkung wir NEOS da jetzt in Kärnten und eigentlich über die Landesgrenzen hinaus schon entfaltet haben. Und ich freue mich auch, dass wir nicht nur das tun, nicht nur darüber reden, sondern auch ins Tun kommen. In Abstimmung mit meinen Kolleginnen und Kollegen von NEOS darf ich Ihnen heute sagen, dass wir morgen in der Nationalratssitzung einen Antrag einbringen werden auf einen Vollzeitbonus. Das ist nämlich genau das, was die Menschen brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihnen mehr Geld im Börserl überbleibt. Dieser Vollzeitbonus würde bewirken, dass jeder, der Vollzeit beschäftigt ist, tatsächlich monatlich auch 100 Euro mehr zur Verfügung hat. Die im Nationalrat vertretenen Parteien sind natürlich herzlichst eingeladen, dem auch zuzustimmen. Und wenn Sie mir die Frage stellen, wer sind diese Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, dann kann ich Ihnen das sehr gerne beantworten. Das sind nämlich ganz, ganz viele Menschen bei uns in Kärnten. Und mit sehr vielen davon habe ich in den letzten Wochen und Monaten Gespräche geführt. Und ein Beispiel, das mir ganz besonders hängen geblieben ist, war ein Mann, der mir seine Geschichte erzählt hat, dass er nämlich lange Zeit beim Konsum beschäftigt war, dort dann die Leitungsfunktion einer Abteilung grundsätzlich angeboten bekommen hat. Aber es war natürlich notwendig, dass er das Rote Parteibuch unterschreibt. Und ja, dann ist gekommen, was wir wissen, nämlich, dass der Konsum pleite gegangen ist. Und er hat mir gesagt, so schnell haben wir gar nicht schauen können, waren sie weg, die roten Freunde. Er hat aber nicht aufgegeben, sondern sich umschulen lassen zu einem Krankenpfleger. Das sind echte Leistungsträger und davon gibt es so viele Menschen in Kärnten und die brauchen eine starke Stimme im Landtag und die werden wir sein. Ich möchte gerne beim Bonus, den Sie angesprochen haben, bleiben, denn den gibt es auch auf Kärntner Ebene. Susanne. Können Sie also den Kärnten-Bonus, den Plus-Bonus, da komme ich jetzt zum Herrn Landeshauptmann. Ich möchte nur noch kurz was einmahnen, heute bin ich offenbar das Krokodil. Wir müssen auf die Redezeit achten. Wir wollen ja, dass Sie auch untereinander diskutieren. Daher, Herr Landeshauptmann, ich schließe an Ihnen an. Der Kärnten-Bonus Plus, 600 Euro bis April für das untere Einkommensdrittel. Also viele können auch trotz Vollzeitjob viele Rechnungen derzeit nicht bezahlen. Was passiert denn nach dem April? Gibt es weitere Hilfen? Soll es die geben? Oder müssen Sie vielleicht auch die unbequeme Wahrheit sagen. Die Politik kann die Inflation nicht zur Gänze abfedern. Letzteres stimmt, das kann die Politik nicht, vor allem kann es nicht die Landespolitik. Hier braucht es ein Zusammenspiel zwischen europäischer Politik, Merit Order, Entkoppelung, Gas, Strompreis. Es braucht Maßnahmen, die weniger Gießkanne, sondern gezielt, so wie wir es in Kärnten versuchen, dort ansetzen, wo die Situation am schwierigsten ist.
Und ich denke, da haben wir einige Punkte, die wir in Ergänzung oder vorweg brauchen, um im Land ergänzen zu können. Sie haben völlig recht, der Kärntenbonus Plus ist eine Ergänzung zu vielen anderen Maßnahmen. Viele haben wir selbst getroffen, von Heizkostenzuschuss, Kinderstipendium, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Der Kärntenbonus Plus ist einer, der jetzt bis April bleibt. Wenn es notwendig sein sollte, wird eine neue Regierung darüber befinden. Jedenfalls lassen wir niemanden im Stich, da können Sie ganz sicher sein. Aber eine weitere Maßnahme, zum Beispiel 2/3 der Mietwohnungen in Kärnten sind gemeinnützig. Ihr Kollege im Burgenland, Oskar Zill, sagt, ich warte jetzt gar nicht mehr lange, bis im Bund möglicherweise ein Kompromiss gefunden wird für eine Mietpreisbremse. Wir frieren die im Burgenland ein. Würden Sie das und wollen Sie das in Kärnten auch machen? Wir machen es permanent. Wir haben viele der Maßnahmen, die mein geschätzter Kollege gemacht hat, vor Jahren schon gemacht. Das war beispielsweise die vorzeitige Rückkauf von Wohnbaudarlehen, wo wir sehr viel verpflichtend auch an die Mieter weitergebend bereits mit eingemahnt haben. Jetzt haben wir die günstigsten Quadratmeterwohnungen im Mietbau von allen österreichischen Bundesländern. Und das zeigt, dass wir eine vorausschauende Politik diesbezüglich getroffen haben. Aber Mieterhöhungen wird es geben? Die Mieterhöhungen wird es in gewissem Ausmaß immer geben. Was wir schauen werden, ist, dass sie nicht unbotmäßig hoch ausfallen. Und was wir dazu auch brauchen als kongeniale Ergänzung zur Landespolitik, ist, dass endlich eine Mietpreisbremse auf Bundesebene durchkommt. Ich hoffe in dem Fall, dass sich die Grünen durchsetzen. Herr Köfer, Sie fordern weitere Schecks und Förderungen in verschiedenen Bereichen auf Landesebene. Auf der anderen Seite verlangen Sie aber auch dringlich den Schuldenabbau und kritisieren die Landesverschuldung, die ja bei mehr als 3 Milliarden Euro liegt. Wie soll das sich ausgehen? Um der Wahrheit die Ehre zu geben, liegen wir bei 3,8 Milliarden und wir werden die nächsten beiden Jahre noch 1,2 Milliarden dazu machen. Dann liegen wir bei 5. Das ist das eine. Wir haben 100.000 Kärntner, Kärntnerinnen und Kärntner, die armutsgefährdet sind, die nicht wissen am Ende des Monats, wie es weitergeht. Aber auch der Mittelstand in Kärnten verarmt immer mehr. Da werden die Ersparnisse, die die Familien vielleicht noch gehabt haben, jetzt aufgebraucht, wenn die Stromrechnungen nach dem 5. März kommen werden. Das ist das eine. Zum Zweiten, der Kärntenbonus, das hätte der Herr Landeshauptmann charmanterweise erwähnen können, ist ja eine Erfindung des Team Kärnten, ist dann weiterentwickelt worden. Freuen wir uns sehr darüber und sind gefragt, Mieten einfrieren, was der Herr Doskozil in Burgenland überlegt, das hat die Stadt Spital bereits vor Monaten gemacht. Wir sind offenbar die einzige Stadt in ganz Österreich, wenn man es will, dann funktioniert es. Wir haben das für 2 Jahre jetzt gemacht, das bewährt sich bestens, es haben alle Parteien hier auch mitgestimmt und ich freue mich drüber. Der Heizkostenzuschuss in Kärnten ist niedrig, ist auch niedrig geblieben, er ist relativ, er ist zu klein. Und ist aber auch etwas zu spät. Meine Frage war, wie soll sich das ausgehen mit den 3,8 Milliarden Landesschulden? Ja, da muss man woanders einsparen. Das heißt, man muss Prioritäten im Budget setzen, da muss man halt im Bereich der Repräsentationen zurückschalten. Dann muss man halt aus... Das wird das Budget auch nicht retten. Nein, es wird es nicht retten, das habe ich nicht gesagt. Aber man könnte diese Summen, man könnte Expertisen, Studien, die ausgelagert werden an Privatunternehmen, auch im Land selber machen. Wir haben hochtalentierte, gute Leute, Fachleute, die sich damit beschäftigen können. Das ist das eine. Was wir noch haben... die leistbare Köfer, Energie. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Zur Energie kommen wir noch, versprochen. Ja, okay. Deswegen würde ich jetzt gerne den Herrn Angerer fragen. Herr Angerer, im blauen Wahlprogramm findet sich zu zusätzlichen Unterstützungsleistungen noch die Forderung, Sie wollen eine massive Lohnerhöhung. Jetzt frage ich mich, es hat Lohnerhöhungen gegeben. Von wem fordern Sie das? Sie können das weder im Nationalrat noch hier dann im Landtag verordnen. Oder soll das nur für Landesbedienstete gelten? Ist das ein Appell? Ist das nicht ein leeres Versprechen als Politiker? Nein, es ist kein leeres Versprechen. Also ich muss zuerst einmal noch was sagen zum erfundenen, angeblich erfundenen Kärntenbonus von Herrn Köfer. Also der Kärntenbonus hat Teuerungsausgleich geheißen, den hat der Jörg Haider eingeführt in Kärnten und mittlerweile heißt er halt Kärntenbonus. Damals warst du noch bei der SPÖ und hast gegen Jörg Haider gekämpft und auch gegen den Teuerungsausgleich damals und ich habe das übernommen jetzt von Jörg Haider. So wie vieles andere auch, also der Herr Köfer ist die Kopiermaschine Nummer 1, so wie die ÖVP auf Bundesebene, kopiert halt in Kärnten unsere Presseaussendungen und liest die dann im Landtag vor. Die Urheberrechtsfrage klären wir dann zum Schluss. Selbstverständlich ist es so. Und jetzt zum Thema Lohnerhöhung. Das ist natürlich eine Forderung und das ist ja auch ein Grund, warum es eine verlorene Stimme ist, in Kärnten zu wählen, weil er auf Bundesebene nicht vertreten ist. Gut. Und wie Sie wissen, leben wir in einem föderalen Staat. Sie müssen es mich erklären lassen. Die Lohnerhöhung, wie wollen Sie denn die zustande bringen? Ich bin ja auch Wirtschaftssprecher im Parlament und habe schon viele Anträge eingebracht im Parlament, dass die Leute einfach mehr verdienen müssen. Die Leistungsträger in unserem Land werden bestraft. Wir haben die
die größte Steuerung bei den Abgaben bei denen, die 1.200 bis 2.200 brutto verdienen. Also Lohnnebenkosten senken. Selbstverständlich. Man muss die Lohnnebenkosten senken, man muss die Steuern senken. Es kann nicht sein, dass die Leute, die 40 Stunden arbeiten, noch mit dem Geld, das sie am Ende des Monats haben, nicht mehr auskommen. Aber da müssten Sie im Nationalrat bleiben und sich dort eine Mehrheit suchen. Nein, ich muss nicht im Nationalrat bleiben. Die Freiheitliche Partei ist von Gemeindeebene über das Land auf Bundesebene und in der EU vertreten. Wir leben in einem föderalen Staat und das würde mir oft einmal von den Landeshauptleuten wünschen, dass sie hier geschlossen auftreten, nicht so wie bei der Impfpflicht, dass sie geschlossen eine Impfpflicht fordern und der Landeshauptmann Kaiser noch gelbe Armbänder einführen will in Kärnten. Da würde ich mir wünschen, dass sie auftreten und für die arbeitende Bevölkerung einmal sich stark machen und eine Lohnnebenkostensenkung fordern. Kommen wir davon ausgehen, dass die FPÖ morgen bei unserem Antrag für den Vollzeitbonus mitstimmen wird. Das freut mich natürlich. Gut lesen, aber ich gehe davon aus, dass alles, was Leistung unterstützt, weil das wollen Sie ja jetzt dann auch die Neos auf die Fahnen heften. Leistung muss sich lohnen, steht auch in unserem Programm, Frau Schnabel, Sie werden es gelesen fordert haben. Auch die ÖVP, fordern viele. Fordert auch die ÖVP, damit sind wir beim Herrn Gruber. Das Land Kärnten hat den Kärntenbonus von 600 Euro beschlossen. Das soll das unterste Einkommensdrittel stützen. Aber jetzt wird die Inflation weiter hoch bleiben, wird weiterhin auch andere Bevölkerungskreise belasten, vor allem auch die Mittelschicht, eine typische ÖVP-Klientel. Ist das dann sozial gerecht, wenn die durch die Finger schauen? Also ganz prinzipiell haben wir jetzt viele Krisen zu durchschreiten und das ist eine Zeit der multiplen Krisen und deshalb gilt es da auch oft schnell zu reagieren und das hat die Bundesregierung auch gemacht mit vielen Unterstützungsmaßnahmen im Energiebereich, bei den Zuschüssen und dergleichen, die sind ausgezahlt worden, um schnell vor Ort bei den Hauptbetroffenen auch zu helfen. Der zweite Punkt müsste sein, und der ist auch passiert, nämlich bei den Leistungsträgern in diesem Land, den Unternehmerinnen und Unternehmern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darauf zu schauen, dass man Planungssicherheit hat, zum Beispiel alles, was Energie und Energiepreise anbelangt, das hat stattgefunden. Auf Landesebene haben wir im gleichen Atemzug wieder sehr konkret, sehr fokussiert, genau jene, die es am härtesten trifft, genau dorthin geholfen, dass sie eben diese Zeit auch überstehen. Und ich glaube, das ist der richtige Zugang und Weg. Und der Schlusspunkt, der dritte Punkt muss sein, langfristig unabhängig zu werden von Energieimporten. Und das würde schon einen Beitrag dazu leisten, zukünftig Inflation und Teuerung hintanzustellen. Soll es weitere Erhöhungen geben? Das war die Frage jetzt. Die Politik kann im Endeffekt nur abfedern und nicht die komplette Inflation und Teuerung aufhalten. Ja, aber soll es jetzt weitere Hilfen geben? Oder Sie haben ja auch eines Ihrer Hauptwahlkampfthemen, den Schuldenabbau in Kärnten. Wie soll dieser Spagat geschafft werden? Also beim Schuldenabbau müssen wir nur auf den Weg zurückkommen, den wir als Regierungskoalition 18, 19 auch beschritten haben, nämlich mit einem konsequenten Abbau von Schulden. Und das ist uns auch gelungen. Dann kamen die Krisen. Dann musste unterstützt und geholfen werden, genau in Situationen, wo es auch notwendig war. Und auf diesem Weg kann man dann in der nächsten Legislaturperiode wieder zurückkehren und effizient Mittel einsetzen, dort, wo es notwendig ist, für die Investitionen in die Regionen und Regionalität, in die Unabhängigkeit auch unseres Wirtschaftssystems von fossilen Energien und auch von Importen aus Drittstaaten, denn das ist auch ein Sicherheitsnetz für zukünftige Krisen. Gut, also kein koste es, was es wolle mehr. Die Teuerung, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ist ja auf einem Rekord. Das habe ich auch gesagt, Frau Schnabel. Ihr ÖVP, damaliger Finanzminister Blümel. Wir sind bei einer Landtagswahl in Kärnten und genau, ich hoffe, dass wir das war die Frage, ja, ob mehr Geld ausgegeben werden soll. Und Sie haben gesagt, Sie wollen künftig viel mehr auf die Schulden schauen. Das war die Zusammenfassung und Replik. Die Teuerung, die ist so hoch wie in den letzten 70 Jahren nicht mehr, weil nämlich, ich habe es auch angesprochen, die Energiepreise so hoch sind. Und nicht nur deswegen sollen erneuerbare Energieträger ausgebaut werden, sondern auch um die Klimawende schnell zu schaffen. Wir erinnern uns alle an diese Unwetterbilder und Schicksale hier in Kärnten. Die Windkraft soll dabei möglicherweise ein Thema spielen. Da bitte ich Sie jetzt um die Tafeln mit einer Antwort Ja oder Nein, um es ein bisschen kürzer zu machen, auf folgende Frage. Sollen in Kärnten künftig mehr als die 50 vorgesehenen Windräder aufgestellt werden? Dreimal Ja, dreimal Nein. Der Herr Gruber, Verzeihung, entweder oder. Sie wollen sich nicht entscheiden. Nicht festlegen. Nicht festlegen, weil es ja differenziert zu diskutieren ist. Weil 50 Windräder einfach nur auf eine Zahl festzumachen, ist, glaube ich, irrsinnig und unsinnig. Wir brauchen den kompletten Energiemix. Und Windkraft wird einen Teil dazu beitragen, auch wenn es mir die Windsporler nicht gefallen, ganz explizit und subjektiv betrachtet, aber zum gesamten Energiemix, zur Unabhängigkeit und zum Aufstellen einer konkreten Energieversorgung wird es dazu beitragen, dort, wo es ökologisch
möglich ist und ökonomisch vor allem sinnvoll. Herr Gruber, Sie sind auch Landwirt. Sollen auch neben den Windrädern auch PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aufgestellt werden und aufgestellt werden dürfen? Wir sind in einer auch differenzierten Betrachtungsweise. Dach kommt vor vorbelasteten Flächen. Vorbelastete Flächen sind auch mit Photovoltaik auszustatten, um auch die Energie, die notwendige, die wir auch als Industrie- und Wirtschaftsstandort brauchen, zu produzieren. Und wir müssen auch fernab von jeglichen ideologischen Zugängen über Freiflächen diskutieren. Aber auch dort gilt es abzustufen. Nämlich dort, wo Ackerland aus der Produktion kommen soll, das grundlegend für die Versorgung mit Nahrungs- und Grundnahrungsmitteln auch dient und das Grundlage auch des bäuerlichen Wirtschaftens, das sollte hintangestellt werden. Aber wir haben viele, viele Flächen, die sind im Grenzertrag. Da geht es darum, ob man noch aufgetrieben angebaut wird. Und die geht es vordringlich dann zu entwickeln. Also könnte da vorbelastete Flächen und dann in die Freifläche. Nur wir müssen das ganz offen auch diskutieren und nicht einfach ideologisch bevormundet gleich sagen, Stopp. Zur Absicherung vor allem auch der Versorgung. Gut. Ganz klare Position hier von den Grünen, nicht nur zur Photovoltaik, sondern auch zu den Windrädern. 140 sollen es werden, Frau Voglauer. Bitte erklären Sie uns auf, welche, wenn morgen die UVP-Novelle auch beschlossen wird, welche Zonen würden Sie ausweisen? Wo sollen die in Kärnten, auf welchen Bergen stehen? Kennen vielleicht auch viele Urlauberinnen und Urlauber, die hier gerne nach Kärnten kommen. Wo sollen sie stehen? Ich gebe Ihnen gleich die Antwort. Ich muss nur kurz replizieren auf Martin Gruber. Also man kann natürlich die Frage der Energiewende so lange differenzieren, dass halt nichts übrig bleibt von der Energiewende. Das haben wir jetzt gerade in diesem alten Denken die letzten 5 Jahre erlebt. Ja? Wir werden Wind brauchen, wir werden die Sonne brauchen, wir werden Wasser brauchen, weil die schicken keine Rechnung und die haben wir hier vor Ort. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, wir alle, die wir heute da stehen. Ja? Es ist diese große Aufgabe, dass wir in Kärnten dafür sorgen, dass das Licht anbleibt. Und es bleibt dann an, wenn man offen eine Energieraumplanung angeht. Jetzt komme ich zu der Antwort. Danke. Und die funktioniert halt dann, wenn man erstens einmal die Menschen einbindet. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kämpfen ja schon ganz vorne mit. Wenn man als Landesregierung nicht wie bisher einfach zusieht, sondern aktiv diese Arbeit angeht. Und da wird es diese 150 Windräder brauchen, weil das sagen uns alle Expertinnen und Experten. Frau Glauer, darf ich Sie noch unterbrechen? Wir sagen, ist das ein Thema? Schritt, ich bin bei der Antwort. Ja. Und wir sagen, im ersten Schritt geht das gut. Die Seilbahnwirtschaft von Kärnten hat schon ihre Schritte vorwärts gemacht und gesagt, bauen wir doch bei uns auf den Skigebieten die ersten Windräder weiter. Da haben wir schon eine gebaute Infrastruktur. Wir haben hier auch schon den Boden entsprechend quasi der Natur entzogen. Und hier könnte der erste Schritt sein. Was es aber zusätzlich braucht, wo diese Zonen sind. Wir wissen ganz genau, wo wir in Kärnten Wind haben. Wir wissen, wo die Sonne scheint. Aber was wir noch nicht haben, ist eine Energieraumplanung. Das heißt, diese Zonierung, und das wird eine der dringlichsten Fragen sein in den nächsten Monaten. Ich muss jetzt kurz nachfragen. Eine Zone, Sie sind die Grünen, das ist ja Urtum. Nein, es sind mehrere Zonen, aber können Sie uns eine nennen? Wir wollen es ja konkret machen. Na, wir wissen ja, wo der Wind ist. Wir wissen, der Wind weht im Osten, wir wissen, der Wind weht in Mittelkärnten, wir wissen auf gewissen Skigebieten, zum Beispiel in Bad Kleinkirchheim, wo es schon erste Gedanken dazu gibt, dort ist Wind. Dann bitte unterstützen wir das. Und wir haben jetzt oft gehört, ja, dann muss man die Energiewende auch zulassen, das sage ich auch, nämlich politisch, weil in Kärnten hat man jetzt 5 Jahre lang dafür gesorgt, dass nichts passiert. Kann. Da braucht es jetzt die nächsten Schritte, denn nur eben mit den Erneuerbaren können wir das Leben leistbar in Kärnten gestalten. Sie haben von Zonierung gesprochen, damit komme ich jetzt zum Herrn Kaiser. Wird es diese Zonierung in Kärnten geben, wo Windräder aufgestellt werden können und soll vor allem auch die Sichtschutzverordnung, die ja besagt, dass in Kärnten auf einer Entfernung von 25 Kilometer kein Windrad zu sehen sein darf, ist das realistisch und wird das auch geändert? Ich bin für einen Energiemix. Wir werden Sonne, Wasser, Wind und auch Biomasse nutzen müssen in einer vernünftigen, aufeinander abgestimmten Form. Und daher haben wir auch alle gesetzlichen Voraussetzungen dafür, so zu schaffen, dass Dinge ermöglicht werden unter entsprechenden Auflagen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, gerade bei der Windkraft, dass wir versuchen sollten, heimische Holz zu verwenden. Ich habe hier einen Entwurf über ein Holzwindrad, das bereits jetzt mit erforscht, geplant wird, wo viele Komponenten nicht mehr in Grund- und Bodenplateaus gehen, sondern wo es auf andere Art und Weise
etwas umweltfreundlicher dargestellt wird. Aber die Frage war, soll es Zonen geben? Ich will da auch gerne einmal aussehen, das haben alle Kolleginnen und Kollegen dürfen. Und daher glaube ich auch, dass das ein Weg vorwärts ist, den man auch gemeinsam mit der Bevölkerung und entsprechenden Logiken erklären kann. Aber die Zonen, soll es die geben? Wo soll es die geben? Ich habe gesagt, dass die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen zu treffen sind. Dafür haben wir entsprechende Expertinnen und Experten. Und die gilt es dann, diese Entscheidung treffen zu lassen. Ja, und die gesetzlichen Voraussetzungen werden entsprechende Zonierungen sein. Kurze Nachfrage, mehr als 50 Windräder in Kärnten? Ich halte die Zahl für falsch. Es geht um die Leistung, die wir brauchen. Und wir wissen alle, dass die Technologie sich weiterentwickelt, dass wir immer leistungsstärker werden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es geht. Energiemix und auch von dem her abgestimmt, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt wie notwendig sind. Und bitte nicht vergessen, Energieeffizienz erhöhen, Energiesparen genauso mit forcieren. Das ist der Energiemix, den ich meine. Kurze Nachfrage, Herr Kaiser. Weil in Kärnten geht es auch immer ums Landschaftsbild. Ihr Holzwindrad, wie hoch soll denn das sein? Das wird in etwa diese Höhen haben, die von den entsprechenden Forschungsergebnissen abhängen werden. Aber ich denke, dass es in einem Wald mit Holzmaterial, einer Veredelung des ein und desselben Produktes, jedenfalls vielleicht so manches Vorurteil oder mancher Skeptizismus einer anderen Sicht weichen wird. Aber da muss ich bitte kurz was sagen. Das ist einfach altes Denken. Zukünftig sind Windräder Symbole der Freiheit. Unsere Kinder werden uns danach beurteilen, ob wir jetzt rechtzeitig die Schritte in die Zukunft gesetzt haben, ob wir ein fortschrittliches Land sind, ob wir mithalten. Wenn man diese Energiewende nicht sehen wird, dann bleiben wir irgendwo hinten. Das mag ich meinen Kindern nicht erzählen. Denn letztendlich, wir alle haben in unseren Schulbüchern wahrscheinlich schon gelesen oder später im Studium, dass es einen Klimawandel gibt. Und wenn wir da entgegentreten wollen, dann braucht es die Energiewende. Und ich erwarte mir von einem Landeshauptmann eine konkrete Antwort, wie wir diese Energiewende schaffen. Wir Grünen bringen Antworten mit. Und ich erwarte mir von einer grünen Mandatarin, dass sie Holz nicht verteufelt. Das habe ich mit keinem Wort. Dann würde ich jetzt gerne den Herrn Angerer hören. Diese Doppelmoral der Grünen, nämlich immer erneuerbare Energien schreien und dann als vorderster Front kämpfen, wo es um die Umsetzung oder Richtung auch geht. Ich glaube, im gesamten Energiemix müssen wir bei Wasser beginnen, über Biomasse, Photovoltaik und dann hin zur Windkraft. Und vor allem Windkraftanlagen dort zuzulassen, wo die Bevölkerung damit einverstanden ist, die Gemeinde damit einverstanden ist. Und solche Regionen gibt es in Kärnten. Herr Angerer, von Ihnen kam ein ganz klares Nein. Jetzt muss man sagen, in der SORA-Umfrage von uns ist aber mittlerweile eine Mehrheit. 62% der befragten Kärntnerinnen und Kärntner dafür. Begründung, so schnell wie möglich unabhängig zu werden von unter anderem russischem Gas. Heißt das im Umkehrschluss, Sie wollen weiter abhängig bleiben und somit natürlich auch wird es teurer und bleibt es teurer und der Krieg wird damit auch in Russland finanziert. Danke, Frau Schnabel, für die Frage oder für die Fragestellung. Unabhängigkeit. Gehen wir mal zur Unabhängigkeit. Wir sind abhängig von russischem Gas. Ja, wir zu können 70%. Unabhängig sein von russischem Gas, weil wir selbst Gas haben in Österreich für 50 Jahre im Wiener Becken. Wir bräuchten es nur zu heben. Die Frau Vogler hat gesagt, Symbole der Freiheit wird in Zukunft ein Windrad sein. Ja. Wo kommt das russische Gas her? Aus einer kommunistischen Diktatur. Wo kommen die Windräder her? Aus China. Wir sind nämlich nicht in der Lage, in Europa auch nur ein Windrad zu erzeugen. Die kommen alle aus China, auch die Photovoltaikteile. Kein einziges Windrad kann in Europa erzeugt werden. Das ist Realität. Die Chinesen sind eine kommunistische Diktatur. Jetzt frage ich mich, ist das das Symbol der Freiheit? Die Tibeter, die Uiguren werden unterdrückt in China, brutalste Art und Weise. Und du sagst, die Windräder sind ein Symbol der Freiheit. Das haben wir grundsätzlich zum Thema Unabhängigkeit. Darf ich was nachfragen, Herr Angerer, damit wir es alle verstehen? Weil das wäre mir neu, dass im Wiener Becken Gas ist, dass der österreichische Bedarf abgedeckt werden kann. Ja, für 50 Jahre. Naja, das muss einmal erst auch gehoben werden. Und die zweite Frage ist, aber wenn Sie sagen, keine Windräder, unter anderem aus China, kein russisches Gas, wie wollen Sie denn hier in Kärnten die Energiewende schaffen? Und lass uns das erklären. Mhm. Kärnten erzeugt derzeit schon 100% Strom aus erneuerbarer Energie. Davon sind 85% Wasserkraft, der Rest ist Biomasse und Photovoltaik. Und diese Bereiche sind auch weiterhin auszubauen. Die Potenziale sind zu nutzen. Es liegen über 100 Kleinwasserkraftwerke in der Landesregierung zur Genehmigung auf, die nicht genehmigt sind. Es werden derzeit Wasserkraftwerke ertüchtigt. Auch in meiner Gemeinde wird zurzeit eines gebaut und in unserer Gemeinde. Und das sind Potenziale, die wir nutzen sollten. Der Eingriff von einem Windrad auf unseren Bergen, der ist riesig. Das muss ja mal jemand anschauen. Es geht ja nicht um das Windrad. Und völlig egal, ob das aus Holz ist oder nicht aus Holz. Der Generator kommt immer aus China.
und ich brauche eine Schwerlaststraße rauf und ich brauche eine Stromableitung runter. Das heißt, das ist völlig unverhältnismäßig der Eingriff in die Natur. Aber zurück zur Wasserkraft, Windräder soll man dort aufstellen, wo der Strom gebraucht wird. Und das ist in Wien, rund um Wien, dort wird der Strom gebraucht, sonst müssten wir wieder Netze bauen. Dort sind auch die Verhältnisse besser, dort gehören sie hin. Eine Präzisierung, bitte erklären Sie unserem Publikum noch. Selbst die Keller gesagt, es wird immer trockener. Die Wasserkraft alleine wird das nicht schaffen. Genau. Ja, aber ich kann auch nicht in Kärnten auf Bergen Windräder aufstellen, wo die Verhältnisse schlecht sind. Und es ist ja noch ein Trugschluss, und da sagt ja auch niemand dazu. Ein Jahr hat 8.760 Stunden. Das heißt, wir brauchen 8.760 Stunden Strom, sonst würden wir hier im Dunkeln sitzen. Und ein Windrad läuft 2.000 bis 3.000 Stunden im Jahr. Eine Photovoltaikanlage produziert Strom für 1.000 bis 2.000 Stunden im Jahr. Das heißt, ich brauche Speicher. Der beste Speicher, den wir derzeit haben, sind Pumpspeicher und Wasserkraftwerke. Also wir werden einen Energiemix haben müssen, ja. Wir sagen ja nicht, wir sind generell gegen Windräder, aber wir sind gegen Windräder in Kärnten, weil es nicht verhältnismäßig ist. Gegen Windräder, zumindest laut unserer Umfrage mit dem Tafel, hat der Juwa Nein gezeigt. Das ist ein Nein, ja. Ja, hat er Ja gezeigt. Ja. Okay, dann die Präzisierungsfrage, wo genau soll die stehen? Also schauen Sie, ich weiß nicht, wie es unseren Zuseherinnen und Zusehern jetzt geht nach dieser Runde, aber ich finde, es macht recht eindrücklich klar, warum wir nicht weiterkommen in dem Thema. Das heißt, das Herumeiern der ÖVP, sich nicht festlegen wollen, ideologiegetriebene Ansagen, die Angst machen vor der Klimakatastrophe oder schaffen irgendwelcher eigenartigen Eigenfakten durch die FPÖ. Ich gebe einen Ausblick in die Zukunft, wie wir die Energiewende schaffen, nämlich wenn wir sie als echten Gamechanger betrachten, weil genau das kann es für uns hier in Kärnten sein. Womit wir in diesem Energiemix, der jetzt eh schon mehrfach angesprochen worden ist, dafür sorgen, dass wir ja einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber nicht über Verbote, nicht über Einschränkungen, sondern indem wir die Menschen mitnehmen. Das wollen sie, weil wir uns damit unabhängig machen von ausländischen Gasdiktatoren. Und das werden sie insbesondere deswegen wollen, weil wir damit die Chance haben, sehr, sehr viel Wertschöpfung zu uns nach Kärnten zu holen. Weil wir hier bei uns im Land investieren, weil diese Energieanlagen bei uns gebaut werden und weil wir damit sehr, sehr viele hochwertige Arbeitsplätze schaffen können. Und das schafft die Energiesouveränität in Kärnten und das macht uns erfolgreich. Und wir holen uns dieses Thema als Erfolgsthema zu uns. Dann nehmen wir die Menschen mit, dann wird das auch funktionieren, dann wird die Akzeptanz dafür auch da sein. Kärnten ist ein Tourismusland. Die landschaftlichen Aspekte, die da mitspielen, Sichtschutzverordnung, Stichwort, die spielen eine Rolle oder keine Rolle für Sie? Die Sichtschutzverordnung spielt eine wesentliche Rolle. Als Unternehmer bin ich sehr gewohnt, Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, weil die grundsätzlich für Erfolg stehen. In Kärnten haben wir genau das Gegenteil geschafft. Ein Alleinstellungsmerkmal namens Sichtbarkeitsverordnung, die eine Verunmöglichungsverordnung ist. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und auf das Thema, ja, wir sind ein Tourismusland. Und gerade deswegen sage ich, überall, wo eine Liftanlage steht, kann grundsätzlich auch ein Windrad stehen. Herr Köfer, Sie haben Ja gesagt, also Windräder, Sie sind auch für den Ausbau der Wasserkraft. Jetzt geht es aber noch um ganz was anderes, nicht nur unabhängig zu werden, sondern auch die Klimawende zu schaffen. Sie wollen ja das Budget, haben Sie uns heute erklärt, sanieren. Es drohen Millionen Klimastrafzahlungen. Alle Forscher sagen, Sie könnten das ganz einfach ändern, nämlich Kärnten hat ein Verkehrsproblem, die höchste Emissionsrate an Treibhausgasen. Würden Sie streckenweise auf Autobahnen ein 100er-Limit, also nach dem Emissionsschutzgesetz, einführen? Und wenn nicht, wie wollen Sie die Klimawende dann schaffen? Ich gebe Ihnen recht, die Strafzahlungen drohen, das ist das eine. Zum Zweiten lege ich mich aber ganz klar fest, gegen Tempo 100 auf Autobahnen. Es ist ja auch nicht gefordert, dass jeder 130 fahren muss. Wenn jemand sagt, okay, mir ist das wichtig, dann kann er auch 100 fahren. Bleiben wir mal bei diesem Thema. Aber wir haben diese Gefahr von Windrädern in Kärnten ja ohnehin minimiert, indem es mittlerweile ja 9 Jahre braucht für die Genehmigung eines einzigen Windrades. 9 lange Jahre. Da hat sich die Technik in diesen Jahren ja 3-mal überholt. Okay, aber das wird schon irgendwann einmal stattfinden. Was mich freut, der heutige Abend, dass nämlich eine Partei um 180 Grad einen Salto rückwärts macht. Wie habe ich bis dato nur miterlebt, wie die FPÖ gegen Windräder war, auf der Straße Unterschriften gesammelt hat. Heute höre ich für das erste Mal vom Herrn Kollegen Angerer, naja, ich habe eigentlich gar nichts gegen Windräder. Ihr müsst euch dann irgendwann einmal einigen, was ihr wollt. Lieber Gehalt, also nur aufpassen, was ich sage. Das ist wurscht. Ja, selbstverständlich. Okay. Dort, wo Sie hinkören, habe ich gesagt. Das ist auch ein Zugang. Kärnten, ja, übrigens zur Korrektur. Ist das ein Wasserkraftwerk oder ein Pumpspeicherkraftwerk auch nicht Kärnten im Burgenland bauen, wo kein Berg ist. Nein, schon richtig. Dass der Berg aufschütten wird. Aber so okay. Kärnten können wir das Thema? Viertstärkste Windland in Österreich. Das sollte man vielleicht auch einmal wissen. Und für mich zählt ja nicht Wirtschaft oder Klimaschutz, sondern Wirtschaft und Klimaschutz. Und ich glaube, diesen Zugang muss man finden, dass beides einen Platz hat.
Neben der Energiezukunft hat ja Kärnten noch ganz andere Probleme, nämlich die Wirtschaft sucht wie überall auch händeringend nach Fachkräften, egal ob Handwerker, Industrie, Tourismus, überall ist das ein Problem. Noch dazu hat Kärnten die zweitälteste Bevölkerung im Schnitt mit 45,5 Jahren und eine Bevölkerungsentwicklung, die sehr gering ist. Daher unsere nächste Frage, die wir von Ihnen wissen wollen, braucht Kärnten Zuwanderung, um seinen Wirtschaftsstandort nicht zu gefährden? Wir bitten um die Tafeln und ein bitte. Ja oder also. Ein Nein. Gut, auch hier ist das ganz unterschiedlich. Herr Angerer, wird gerne mit Ihnen anfangen, weil Sie wenig überraschend, die FPÖ fordert einen Zuwanderungsstopp, ja schon seit eh und je. Können Sie unseren Zuseherinnen und Zusehern erklären, wie wollen Sie die offenen Stellen, auch durch die Überalterung, zu wenig Junge kommen nach hier in Kärnten, von der Pflege, Tourismus, Tischlerei bis Elektroinstallateure besetzen, wenn nicht durch Zuwanderung? Sollen A, die Frauen Vollzeit arbeiten? Derzeit sind es ja mehrheitlich in Teilzeitarbeit. Oder sollen alle länger arbeiten, um Betriebe nicht zusperren zu müssen? Das brauche ich ein bisschen Zeit jetzt, damit ich das alles beantworten kann. Müssen Sie alle mal ein bisschen Disziplin bitten, aber es ist ganz einfach. Wie wollen Sie das machen? Kärntner Rückholaktion. Wir haben allein über 100.000 Kärntnerinnen und Kärntner in Wien. Denen sollten wir ein Angebot machen, dass sie in ihre Heimat zurückkommen. Wir sollten, was Facharbeiter betrifft, mehr auf die Jugend und auf die Lehrlinge setzen. Wir haben auch den Vorschlag in unserem Programm, wenn Sie es gelesen haben, eine Lehrabschlussprämie einzuführen in Höhe von 10.000 Euro, 5.000 Euro im Bar und 5.000 Euro als Bildungscheck. Mehr auf Lehrer und Facharbeiter. Aus dem Landesbudget bezahlt? Selbstverständlich. Man muss es einmal irgendwo beginnen und dann muss man schauen, dass man das auf Bundesebene hebt. Dann zu einer Zuwanderung oder möglichen Arbeitskräften. Wir leben in Europa, in einem europäischen Raum, in dem frei jeder irgendwo hingehen kann zur Arbeit. Wir haben in Europa rund 300 Millionen Arbeitskräfte. In Summe davon sind 13 Millionen arbeitslos. Die könnten frei angesprochen werden in anderen EU-Ländern. Also wir brauchen keine Migration, keine illegale Migration aus irgendwelchen Drittländern. Ich sage jetzt mal Indien, Aserbaidschan, wo auch immer die herkommen, Marokko. Also Hilfskräfte aus der Slowakei, aus Tschechien, das ist für Sie okay, aber nicht aus Drittländern. Innerhalb der EU die Möglichkeit, die kann ja überall hingehen und arbeiten. Das ist ja heute schon möglich. Dann, welche Leute kommen denn zu uns? Da muss man ja auch ganz ehrlich sein. 40% der Asylberechtigten, die heute in Österreich Asylrecht haben, sind in der Mindestsicherung, weil sie nicht arbeiten wollen oder zu minder qualifiziert sind. Das heißt, illegale Migration, diese Migration, um einfach sein Leben zu verbessern, um sein Auskommen zu verbessern, das ist der falsche Weg. Wenn ich jemanden ins Land lasse, dann muss es doch jemand sein, der auch hier wirklich eine Arbeit findet. Kommen wir zu einem anderen Vorschlag. Herr Kaiser, Sie sprechen sich für eine kontrollierte Arbeitsmigration aus. Wer und woher sollen diese Arbeitskräfte kommen? Wir haben das Beispiel bereits aufgrund hoher Jugendarbeitslosigkeit mit spanischen Jugendlichen erfolgreich gestartet. Es ist dann durch die Covid-Krise etwas ins Wanken bzw. Stoppen geraten. Es sollen sich europäische Länder zusammenschließen und zu schauen, dass man auch mit entsprechenden Schulungen vor Ort bereits die Bereitschaft sprachlich, kulturell mit den notwendigen Techniken formt und dann die Menschen hier in entsprechender Form auch mit unterbringen kann. Zweiter Schritt dazu. Wir brauchen diesen geordneten Zuzug auf der einen Seite, aber wir haben bereits jetzt Menschen in unserem Land. Daher sage ich Integration vor Zuzug, dieses Potenzial auszuschöpfen und ganz klar auch für Leute, die um Asyl ansuchen, hier, wo das Verfahren läuft, bin ich der Meinung, soll es auch die Chance eines verpflichtenden Sozialjahres geben. Damit könnte man auch in dem Land, in dem man möglicherweise eine Heimat findet, etwas Positives dazu beitragen. Das sind Schritte, die, glaube ich, insgesamt alles erleichtern. Aber bitte erlauben Sie mir noch einen Satz, Arbeitskräfte. Ich glaube, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und daher auch unsere Initiativen, Kinderstipendium, Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sind ganz wichtige Assets dafür, dass man auch in der Beschäftigung bleiben kann für beide Geschlechter. Herr Kaiser, bleiben wir bei der Zuwanderung. Sie haben auch vorgeschlagen, Fachkräfte aus Tunesien zu holen, Lehrlinge. Das war ein Punkt, wenn wir gemeinsam, nachdem es ja diese große Auswanderung aus Tunesien gegeben hat, Leute, die dort auch sehr tourismusaffin sind, wenn man das entsprechend aufbaut, über eine Schulung vor Ort in Tunesien, dann die entsprechenden Arbeitsplätze macht. Wir haben das mit spanischen Jugendlichen getan, könnten auch solche Projekte fungieren. Das ist auch eine Position, die in vielen europäischen Ländern immer mehr Anklang findet. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, Frau Vogelau, ich schaue Sie an, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem Frauen,
Frauen hier in Kärnten arbeiten mehrheitlich in Teilzeit. Jetzt fordern Sie einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, aber Sie sagen in Ihrem Programm mit keinem Wort, woher soll denn das Personal bei längeren Öffnungszeiten und weniger Schließtagen kommen? Genau, komm gleich drauf. Ich möchte nur was zur Vollzeit sagen, was der Herr Juwan eingangs schon erwähnt hat. Also wenn wir uns für Vollzeit muss sich lohnen einsetzen, dann bin ich dabei, dass wir uns zuerst dafür einsetzen, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. Ja? Also es kann nicht sein, dass wir nach wie vor einen Equal Pay Day haben, ja? Und wir einfach einen Unterschied machen zwischen Mann und zwischen Frau und Mann. Ja? Also das geht sich nicht mehr aus. Und weil Ihre Frage darauf abzielt, genau bei den Elementarpädagoginnen, da haben wir ja genau das Thema. Wer bildet sich dazu aus? Vor allem Frauen. Ja? Also wir müssen es in den nächsten Jahren schaffen, und das erzählen wir Grüne immer wieder, wenn wir sagen, Frauen in die Technik, brauchen wir gleichzeitig Männer in die Sozialberufe, damit unsere Kinder mit beiden quasi so aufwachsen und ein Arbeitsbild bekommen, dass das passt. Aber wenn wir schon beim Arbeitsmarkt sind, dann gilt es auch, auf diese Hälfte zu schauen, die hier in Kärnten erfolgreich für Kärnten arbeitet, pflegt, zu Hause den Haushalt schupft und so weiter. Das sind nämlich wir Frauen. Und wir werden meistens benachteiligt, weil wir immer noch so ein Verständnis haben, dass wir für die Kinderbetreuung zum Beispiel zuständig sind. Und wir hatten gerade gestern eine Diskussion, wo ich wieder einmal darauf hinweisen musste, dass Männer und Frauen, Väter und Mütter gleichwertig das Thema haben. Und wir haben heute in der Zeitung gelesen, dass die Väterkarenz ja noch immer nicht so angenommen wird. Und da haben wir gesellschaftliche Schritte zu machen. Und was heißt das für eine Landesebene? Für eine Landesebene heißt das, wenn wir schon ein Kinderbetreuungsgesetz geschrieben haben, dass wir dann nicht nur verankern, dass die Elementarpädagoginnen von Anfang an etwas mehr verdienen, sondern dass sie auch im Alter gut verdienen werden. Denn das haben wir jetzt abgeschafft. Herr Köfer, wie wollen Sie denn das lösen? Vor allem in der Pflege. Wir wissen ja, es wird ja nicht nur Teilzeit gearbeitet, eben aufgrund der Vereinbarkeit. Es sind ja vor allem Frauen in diesem Bereich, sondern es ist einfach zu anstrengend, körperlich dort Vollzeit zu arbeiten. Woher sollen all diese Pflegekräfte, es sind wirklich Zehntausende, in den nächsten Jahren kommen? Das sollte man differenziert betrachten. Zum einen Asylwerber, nein, die sich rein aus wirtschaftlichen Gründen Asylwerber dürfen derzeit gar nicht arbeiten. Wie gesagt, die sich nach Österreich bewegen, da gilt es, einen klaren Riegel vorzuschieben. Das ist das eine. Zum Zweiten sage ich aber ja zu qualifizierter Zuwanderung, nämlich in erster Linie aus der Europäischen Union. Und wenn das nicht reicht, gibt es zum Beispiel, Indien würde ich hier gar nicht zu verteufeln, die Inder sind zum Beispiel hervorragende, qualifizierte IT-Experten. Und das kann man ja auch bei Infineon in Villach immer wieder sehen. Das sind tolle Leute, die sich in diesem Bereich ja wirklich verdient machen. Was wir aber werden, und das ist alles andere, ist ein romantischer Zugang, wir werden in Zukunft uns auch mit den skandinavischen Ländern, mit Deutschland, ich sage es immer wieder, mit Belgien matchen, um gute Leute aus der Europäischen Union. Und dann müssen wir ein Angebot machen. Deswegen braucht in Kärnten zum Beispiel, müsst ihr auch, bin ich schon slow? Bis sie alle nämlich, deswegen würde ich sagen, die Pflegefrage beantworten. Genau. Lösung. Bitte. Um eine kurze Antwort, und dann hätten wir noch eine Frage an Herrn Gruber. Wir schlagen schon seit Jahren vor, erstens einmal eine Pflegelehre einzuführen. Das wird seit Jahren ideologisch verhindert. Das soll im Herbst kommen. Und das Zweite ist, wir müssen einfach die Pflege zu Hause, 80% der Pflege passiert immer noch zu Hause. Wir fordern einen Pflegescheck für pflegende Angehörige, sonst werden wir das Problem nicht lösen. Ein anderes aktuelles Thema, Herr Gruber. Es gibt aktuelle Studien von 4-Tage-Arbeitswochen, die mehr Zufriedenheit und Effektivität bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern zeigen. Sind Sie für die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich? Nein, absolut nicht, weil ich das in meinen Kopf nicht zusammenbringe, wo man Arbeitskräftemangel hat, dann Arbeitszeiten reduziert, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Unternehmen findet, wie sich das ausgehen soll. Die Lösung dafür ist, erstens dort anzusetzen, bei all jenen, die arbeiten können, aber nicht wollen. Eine Veränderung des Arbeitslosengeldes Richtung degressive Auszahlung ist leider an den Grünen auf Bundesebene gescheitert. Das Zweite, auch Überstunden steuerlich zu entlasten, damit man auch mehr leisten kann, wo man es vor allem auch will. Dritter Punkt ist auch, ältere Arbeitnehmer oder beziehungsweise schon Pensionisten es auch zu ermöglichen, wenn sie wollen, weiterzuarbeiten, zu unterstützen und vor allem auch darauf zu schauen, dass es möglich wird, dass alle Leistungsträger, also die jeden Tag aufstellen, hackeln, auch steuerlich noch mehr bevorteilt werden, so wie es mit der Abschaffung der kalten Progression schon stattgefunden hat. Und zum Asylthema, lassen Sie mir bitte auch noch einen Satz sagen, weil es auch sonst jeder durfte, bin absolut dagegen, die Türen aufzumachen und jeden hereinzuholen.
Leistungsträger sind willkommen, wollen sie ihre Leistung auch erbringen, aber absolutes Nein und Stopp dem Zuzug. Da reden wir über die Bundeskompetenz, aber der Herr Juwan war in dieser Runde noch nicht dran. Und bitte, es geht um die Wirtschaft. Um die Wirtschaft, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, Herr Juwan, ich werde nicht akzeptieren, wenn es uns die Politik plötzlich erklären will, dass Leistung etwas Schlechtes ist und man sich lieber auf Gutscheine und Einmalzahlungen des Staates verlassen soll. Auf der anderen Seite verlangen die Neos einen Vollzeitbonus in Form einer Steuergutschrift von 100 Euro. Wie soll das ausschauen? Das widerspricht sich ja. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Worum es mir geht, ist, ja, dass ich erkannt habe, und ich habe es eingangs heute schon erwähnt, dass vor einem halben Jahr schon angesprochen habe, dass wir hier in ein Problem laufen. Weil wir einerseits in Kärnten 10% Arbeitslosigkeit haben, das ist der zweithöchste Wert aller Bundesländer, und auf der anderen Seite viele, viele Betriebe die offenen Stellen, die wir haben, nicht besetzen können. Und das ist ein Thema, das ich einfach klar anspreche und wo ich, wie ich schon gesagt habe, wo wir dafür gesorgt haben, dass dieses Thema, wir haben es ja jetzt auch in der Runde wieder gehört, mittlerweile sehr breit diskutiert wird. Darüber freue ich mich, wenn ich richtig zusammengezählt habe, dürfen wir morgen für den Vollzeitbonus neben der FPÖ auch die Unterstützung mit der Unterstützung der ÖVP rechnen. Das ist doch ein schöner Erfolg. Das ist nämlich nicht eine Einmalzahlung, wie das, was die Bundesregierung insbesondere gemacht hat, die Menschen in die Abhängigkeit des Staates bringen, sondern das ist ein konkreter Effekt, der jedes Monat für 160.000 Kärntner Arbeitnehmerinnen und Nehmer bedeutet, 100 Euro mehr für Ihre Leistung im Geldbörsel zu haben. Ich finde, das sollte man machen. Sie werben hier für die Nationalratsabstimmung morgen. Sie werden einen Antrag einbringen, aber Sie kandidieren ja nicht für den Nationalrat. Jetzt sind wir leider schon wirklich weit über der Zeit. Und deswegen würde ich Sie jetzt in der Schlussrunde wirklich um kurze Antworten bitten, denn wir wollen noch herausfinden, all Ihre Ideen, die Sie uns jetzt präsentiert haben, die auch von uns hinterfragt wurden, mit wem wollen Sie das eigentlich umsetzen? Denn auch künftig wird es in Kärnten eine Koalition brauchen. Beginnen wir mit dem Herrn Angerer. Sie wollen ja Landeshauptmann werden, haben Sie gesagt, würden Sie, um die SPÖ und Landeshauptmann Kaiser zu stürzen, noch eine Koalition gegen ihn einzimmern? Das ist nicht das Thema. Also wir werden jetzt einmal die Wahl abwarten und wird es ein Ergebnis geben. Ich glaube, das Ergebnis der Blauen wird ein sehr gutes sein am Sonntag. Die Stimmung ist wesentlich besser als die Umfragen und die geben immer lieber die Wahl als die Umfragen. Und deshalb, danach wird man entscheiden und schauen, wer zusammenarbeitet. Herr Köfer, würden Sie das unterstützen, so ein Unterfangen, eine Koalition gegen die SPÖ? Es geht ja nicht gegen die SPÖ, es geht darum, es gibt mehrere Koalitionsvarianten natürlich. Und nach der Wahl werden wir sehen, welche Möglichkeiten sich bieten und eine davon wird es werden. Also ja. Ich habe gesagt, das hat nichts mit der SPÖ zu tun. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ja, aber eine Koalition ohne SPÖ, sage ich formuliere ich auch so. Auch das ist möglich, natürlich. Okay, Herr Gruber, gegen oder lieber mit der SPÖ? Zuerst haben wir die Kärntnerinnen und Kärntner eine klare Entscheidung abzugeben und die ist auch abzuwarten am Wahltag mit einer gestärkten ÖVP, hoffentlich am Wahlabend und dann hat die stimmenstärkste Partei den verfassungsrechtlichen Auftrag, Koalitionsverhandlungen zu führen. Aber ich spreche grundsätzlich mit jedem, aber eines sei angemerkt, ich glaube, die letzten 5 Jahre waren nicht die schlechtesten. Aber wir wissen, die ÖVP als drittstärkste Kraft hat schon einmal den Landeshauptmann gestellt. Also wenn es sich bieten würde, würden Sie da... Wie gesagt, Wählervotum abwarten. Auftrag der stimmenstärksten Partei zu verhandeln. Wie gesagt, die letzten 5 Jahre waren wahrscheinlich nicht die schlechtesten. Ich stelle fest, Sie lieber mit der SPÖ. Dass die Wählerinnen und Wähler als erstes, um die mich am Sonntag am Wort sind, werden auch Sie uns wahrscheinlich jetzt erzählen, Herr Landeshauptmann Kaiser. Aber Sie wollen ja dann wirklich, das halten Sie sich offen, mit allen reden. Ist das Taktik, nämlich ich schaue jetzt zum Herrn Angerer, zur FPÖ, oder ist das mit Ihren Werten, wenn wir über die Sanktionen reden, auch über die Corona-Politik, mit dem Wertekompass der SPÖ tatsächlich vereinbar? Das werden die Gespräche zeigen. Sie sind aus meiner Sicht jetzt in der Theorie natürlich nicht vereinbar. Gehe aber davon aus, dass wir mit allen diese Gespräche führen werden. Danach werden wir in unserem Team entscheiden, wo die größten Übereinstimmungen sind. Und es hat bereits Zusammenarbeiten mit der ÖVP, mit den Grünen gegeben. Es gibt neben der Koalition auch die Möglichkeit von Arbeitsübereinkommen in Ergänzung. Alles ist aus dieser Sicht möglich und ich denke, wir werden gute, spannende Gespräche auch nach dieser Landtagswahl haben. Gut, wenn Sie sich aber aussuchen könnten, lieber eine Zweierkoalition oder eine Dreierkoalition? Das hängt vom Endergebnis ab, aber ich glaube, dass eine Koalition immer einen gemeinsamen Konsens hat und da ist die absolute Zahl, wie viele es drinnen sind, nicht das allein Entscheidende.
Ja, verehrte Damen und Herren, damit neigt sich unsere Sendezeit zu Ende. Besser gesagt, wir sind schon ein bisschen über unsere Sendezeit draußen. Danke fürs Zuschauen und danke fürs Mitdiskutieren hier bei uns im Studio. Wir werden am Sonntag natürlich über die Landtagswahl berichten in einer Zeit im Bild-Wahl-Sondersendung ab 15.30 Uhr. Und die ersten Trend- und Hochrechnungen gibt es ab 16 Uhr. Und ob das Wahlergebnis am Sonntag Wellen bis nach Wien schlägt und bundespolitische Folgen nach sich zieht, das werden wir uns am Dienstag in einem Report ganz genau anschauen. Hier geht es gleich weiter mit der ZIP2. Dort im Studio wartet schon Peter Filzmeier und Armin Wolf, die beide diese Runde analysieren werden. Bleiben Sie also dran und danke Ihnen allen fürs Kommen und danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.